Guten Morgen, liebe Skifreunde. Erlauben Sie mir bitte zu meinem ersten Thema einen kurzen, fast nostalgischen Rückblick in die Zeit vor meiner Tätigkeit beim Internationalen Skiverband. Ich war vorher schon 10 Jahre als Betreuer und Trainer tätig, 6 Jahre bei den Österreichern und 4 Jahre in Deutschland. Und auch damals haben wir schon den Weltcup Anfang Dezember begonnen. Nicht hier in Europa aufgrund der Schneelage, aber in Übersee, im kalten Kanada und in Lake Placid, weil damals hatten wir noch keinen Kunstschnee. Und das fand natürlich einigermaßen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Keine Zuschauer vor Ort und auch das mediale Interesse war relativ gering, sodass der erste Auftakt, wirkliche Höhepunkt im Skisprungkalender die Vierschanzentournee war. Und zu dieser Zeit hatten wir noch eine sehr flexible Quotenregelung. Und ich darf berichten, dass zum Training in Oberstdorf dann sich 100, 120 Athleten eingefunden haben. Und diese 120 Athleten haben nicht nur im Training springen dürfen, sondern auch im ersten Wertungsdurchgang. Und wie ihr alle wisst, zur damaligen Zeit mussten wir alle Athleten mit einer Anlauflänge runterbringen. Die haben aber es nicht als optimal empfunden, dass die Spitzenathleten nicht springen mussten. Auf der anderen Seite ist es aus sportlicher Erwägung nicht mehr nachvollziehbar, warum nur ein Teil der Athleten einen Wertungsdurchgang durchführen mussten und die anderen nicht. So haben wir in diesem Sommer ausprobiert, was es heißt, wenn alle Athleten sich qualifizieren müssen. Es gab keinerlei Irritationen dabei und somit gibt es im kommenden Winter das Faktum, dass die Qualifikation für alle Athleten zu bestreiten sind oder ist. Wir haben daraus auch ein paar neue Formate kreiert, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Dazu komme ich aber noch gleich. Manche behaupten, unser Weltcup-Kalender ist zu lange. Zumindest die, die jetzt den Beamer nicht lesen können, haben recht. Aber ich brauche das auch nur, um euch kurz erklären zu können, was bei ein paar Stationen sich geändert hat. Ihr seht, dass wir es riskieren, das erste Mal in Mitteleuropa zu relativ früher Zeit den Weltcup zu beginnen. Das war der Wunsch unserer polnischen Freunde aus Wisła, die nicht mehr als Vorprogramm für Zakopane unter der Woche stattfinden wollten, sondern die wollten ein eigenes Wochenende und haben daher uns garantiert, erstens einmal die Schneelage. Sie sind in der Lage, den Schnee vor Ort zu produzieren. Im Moment liegen dort ca. 1000 Kubikmeter. Wir brauchen ungefähr 3000, um eine Großschanze zu belegen. Und da sind sie im Moment dabei. Sie haben auch eine neue Anlaufspur installiert und in einem 2-Stufen-Plan gibt es ab nächstem Jahr dann auch einen permanenten Windschutz. Das hat Nizhny Tagil bereits hinter sich. Die mussten einmal aussetzen, weil sie unsere Kriterien nicht erfüllen konnten. Aber in diesem Jahr gehen wir wieder nach Russland im Dezember, nach Nizhny Tagil. Titisee Neustadt ist im Wechsel mit Klingenthal dabei im Dezember, weil sie auch ihre Infrastruktur verbessert haben, nämlich eine permanente Flutlichtanlage. Das nächste interessante Faktum ist, dass wir bei einigen Wettkämpfen die Qualifikation vermehrt in den Wettkampfablauf mit einbeziehen. Ihr wisst aus der Vergangenheit bereits bei der Vierschanzentournee, dass die Ergebnisse der Qualifikation für die Startreihenfolge beim K.O.-Modus gezählt werden. Wir haben in diesem Jahr ein attraktives Angebot aus Willingen, auch aus dem Umstand heraus, dass wir vor den Olympischen Spielen natürlich auch genügend Athleten anziehen wollen. Da gibt es das sogenannte Willingen 5
unser Freund und OK-Chef Hensel wird noch ein paar Details mehr dazu später sagen. Jedenfalls wird dort die Qualifikation, die für beide Tage gilt, mit involviert in ein Gesamtergebnis, 2x2 Wertungsdurchgänge plus Qualifikation, und für den Sieger werden zusätzlich zum normalen Tagespreisgeld 25.000 Euro ausbezahlt. Das weitere Faktum gibt es bei der Nordland, bei der norwegischen Tournee, wo wir mit Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund 4 Wettkampforte innerhalb von einer Woche abwickeln. Und auch dort ist es so, dass für ein externes Preisgeld von zusätzlich 100.000 Euro die jeweilige Qualifikation mit in die Gesamtwertung zählt. Also wir sehen, dass die eigentlich als Maßnahme zur Reduzierung des Starterfeldes gemeinte Qualifikation nun auch einen vermehrten medialen Auftrieb erfährt und wir relativ oft damit im Fernsehen sein werden. Bei den Damen haben wir auch 2 Neuerungen. Ihr seht hier Lillehammer dreimal stehen. Das ist eine kleine örtliche Serie, wo wir Freitag, Samstag auf der Normalschanze springen mit den Damen und am Sonntag auf der Großschanze. Auch hier werden die 3 Wettkämpfe zusammengezählt und zusätzlich zum normalen Preisgeld noch für die Siegerin 10.000 Euro ausgelobt. Dann haben wir ein Novum in Hinterzarten und in Zao. Es wird das erste Mal im Weltcup ein normaler, klassischer Teambewerb für Damen veranstaltet, weil wir mittlerweile mit dieser Disziplin so in die Breite gekommen sind, dass wir uns erlauben können, 8 Nationen zu verlangen mit mindestens 4 Athleten. Also das ist die Entwicklung, dass wir bei den Damen hier wirklich schon auf einem guten Weg sind. Und das ist schon wieder ein wegweisender Aspekt, was die Teambewerbe betrifft. Ein Risikotermin ist auch dabei, zur gleichen Zeit, wenn wir in Planica das Weltcupfinale der Herren vollenden, wird es auch ein Damenfinale in Oberstdorf geben. So. Wir nehmen vom Athleten, von der Athletenperformance im Moment relativ wenig Daten. Ihr kennt die Anlaufgeschwindigkeit und die Weite. Viele Zuschauer werden sagen, das ist eigentlich das, was ich brauche und es genügt mir auch, um einen Wettkampf entscheiden zu können. Aber es gibt natürlich Interesse speziell der Protagonisten und deren Trainer, aber auch dementsprechende Experten und Zuschauer wollen etwas mehr über unseren Athleten wissen. Seit vielen Jahren versuchen wir, angefangen mit myografischen Messungen, den Athleten mit Elektroden zu bestücken. Das kann man natürlich nur in einem Testfall machen. Dann gab es die Idee, mit bildgebenden Verfahren die Leistung der Athleten aufzulösen. Später haben wir versucht, mit GPS über den Satelliten zu arbeiten. Da hatten wir eine Abweichung von mehr als 2 Meter. Hat nicht funktioniert. Wir haben Koordinatensysteme im Stadion aufgebaut, sehr aufwendig. Im Moment sind wir mit unserer Partneragentur Swiss Timing am weitesten. Nämlich wir sind in der Lage, am Athleten einen Chip zu applizieren, der uns alle Daten, die der Athlet vom Abfahren am Balken bis zur Landung bieten kann, Geschwindigkeitsverläufe, Flughöhe, Landedruck und so weiter. Aber das bedarf natürlich die Mitarbeit der Athleten. Sie müssen erlauben, 1 oder 2 Chips, die mittlerweile 30 Gramm schwer sind und mit Batterie bestückt sind, am Athleten oder am Gerät zu arbeiten, was auch sehr aufwendig ist. Und wir haben jetzt ein neues System in Versuchung, was ich euch gerne vorstellen würde. Der Grund ist relativ einfach. Der Bewegungsablauf eines Skispringers ist äußerst kompliziert und von außen sehr schwer erkennbar im Detail.
Man muss wissen, dass der Athlet von 0 auf 100 in weniger als 5 Sekunden beschleunigt und er bewusst in den Bewegungsablauf, speziell am Schanzentisch, nicht eingreifen kann. Das ist eine automatisierte Bewegung und er braucht Analysedaten, damit er weiß, ob er den Absprung erwischt hat, ob er zu spät, ob er zu früh war. Und das lässt sich von außen sehr schwer erkennen, auch für die Experten. Und wir sind jetzt in der Lage, dass wir um den Hauptaktionsbereich, nämlich dem Absprung, den Athleten mit 8 Highspeed-Kameras einfangen. Und zwar macht so eine Kamera, Sie sehen hier eine, Sie sehen auch hier eine und hier eine, also insgesamt 8 dieser kleinen Kameras, nehmen pro Sekunde 250 Bilder und wenn wir das über eine Strecke von 4 Sekunden machen, haben wir innerhalb dieser 4 Sekunden 8000 Bilder von Athleten und können daraus Schlüsse ziehen. Ihr seht hier diese 8 Einstellungen, das sind 8 Bilder von verschiedenen Kameraeinstellungen und die nutzen wir, um ein Modell im Computer zu kreieren, das die Schwerpunktlage, den Schwerpunktverlauf eines Athleten genau nachzeichnet. Bitte? Ihr seht hier, das ist die Schanzentischkante. Hier springt der Athlet in die Höhe, in diese Richtung bewegt er sich und das, was wir von ihm einfangen, ist exakt sein Schwerpunktverlauf. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir vom Athleten nicht nur seine Weite nehmen. Ihr seht hier die 3 Sieger aus Klingenthal. Kubacki mit 130 Meter, Wellinger mit 127,5 und Vorfang im zweiten Durchgang weniger stark mit 123 Meter. Wie erklärt man dem Athleten, dass er kürzer war als die anderen? Ihr seht hier Kubacki, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schanzentischkante verlässt, und zwar 15 cm vom eigentlichen optimalen Punkt entfernt. Ihr seht hier einen roten Punkt und einen grünen Punkt. Und genau diese Distanz entfernt ist er vom optimalen Absprungpunkt. Das ist Wellinger, der sogar noch etwas früher abspringt, nämlich 20 cm von der eigentlichen Schanzentischkante. Und Vorfang macht den gleichen Bewegungsablauf, springt aber 36 cm zu früh ab. Das ist mit dem freien Auge nicht sichtbar. Und der Athlet selbst spürt es zwar, hat aber keinerlei Rückmeldung objektiv, um welche Daten es sich handelt. Und jetzt wissen wir, nachdem der Absprung ein entscheidender Faktor für die Performance ist, warum der eine Athlet weiter und der andere kürzer springt. Dazu gibt es natürlich auch viele andere Parameter, weil der Athlet hat eine Eigengeschwindigkeit in diese Richtung, muss aber am Schanzentisch kerzengerade in die Höhe springen, damit der Abflugwinkel passt. Und dieses in die Höhe springen wurde versucht mit Druckmessplatten und allen technischen Möglichkeiten zu eruieren, ist aufgrund dieser Feinmotorik einfach nicht geräuschfrei zu aktualisieren, hat wenig Aussagekraft, aber hier sehen wir, dass zum Beispiel Kubacki mit 2,78 Meter pro Sekunde, das sind knapp 10 km/h, Wellinger bringt mehr auf den Schanzentisch mit 3,1 Meter pro Sekunde und Vorfang, der etwas zu früh war, hat nur einen Impuls von 2,4 Meter pro Sekunde geschafft. Das sind eigentlich die Faktoren, die der Athlet und der Trainer wissen muss in der Analyse.
Und die werden ihm in Zukunft helfen in der Trainingsmethodik. Aber wir wollen auch für unsere Zuseher daraus Online-Daten schaffen, weil ja die Kommentatoren manchmal sagen, oh, der war jetzt ein bisschen zu spät, ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu gerade. Aber was bedeutet das? Ist er zu spät weggefahren? Er hat doch eh seine Geschwindigkeit und fährt den Hang hinunter. Diese Interpretation der Experten kann man jetzt auflösen, indem man diese Fakten einfach darlegt. Für den Trainer, für den Athleten, aber auch für uns Zuschauer. Ihr seht dann, dass wir dann in der Lage sind, nicht nur die Weiten, die Geschwindigkeit, sondern auch die Präzision seines Absprunges und seine Vertikalkraft des Absprunges dem Publikum und denen es interessiert, zu informieren. So schaut es dann in der Wirklichkeit aus, diese Datenfülle, die wir dann generieren, um den Athleten und seine Leistung einzufangen. Dankeschön. Walter, eine Frage, weil du jetzt erklärt hast, dass es für die Springer ja sehr interessant ist, was es natürlich ist, was sie auch so trainieren. Jetzt am Schluss hast du noch gesagt, Entschuldigung. Hallo, Susan Frank, Tiroler Tageszeitung, hallo. Walter, du hast gesagt, es ist für die Springer sehr interessant, natürlich. Jetzt am Schluss hast du noch gesagt, das zu präsentieren, wird das jetzt im Fernsehen mit eingefangen? Werden die Zuschauer das sehen? Ist das neu? Werden da neue Pfeile angezeigt? Keine Ahnung, bei der Tournee zum Beispiel, einem der Highlights? Das würde mich interessieren. Also ich glaube, dass wir am Anfang einer neuen Informationsschiene stehen, die ausgebaut werden kann. Für den Zuschauer sollte sie relativ einfach gehalten werden, weil wir ja doch 50 Athleten zu absolvieren haben, aber wir brauchen unsere Partner, das ist Swiss Timing, weil die müssen dann solche Daten in eine Grafik ummodellieren, damit das für den Fernsehzuschauer auch erkennbar ist. Aber in erster Linie dient es natürlich auch für die Analyse, für die Trainer, aber auch für Fernsehzuschauer in der Nachbereitung eines Wettkampfes, dass man feststellen kann, warum ist denn ein Athlet am Schanzentisch später oder früher abgesprungen und welchen Abflug Winkel hatte er. Und das kann man mit dem ganz genau feststellen. Man kann also auch Daten überlagern, dass man zwei Athleten übereinander legen kann und so weiter. Aber dafür brauchen wir unsere Freunde von Swiss Timing. Wird es dann diese Saison schon kommen? Das ist jetzt ein Versuchsstadium, das wir in Klingenthal durchgeführt haben. Aber ich bin durchaus sicher, dass sowohl von Verbänden, aber auch von Fernsehstationen dieser Service angefragt werden wird. Ist der Service dann für die Teams kostenfrei? Ist es dann Dienstleistung der FIS oder muss das dann bezahlt werden, weil ihr bzw. die Firma ja dann auch Kosten habt? Ja, es ist eigentlich immer dieselbe Geschichte. Die FIS an sich hat ja an Athletendaten kein Interesse. Das ist, der Athlet ist gut des Nationalen Skiverbandes. Und die nationalen Verbände haben natürlich ihre eigenen Programme. Die werden das natürlich nutzen, vielleicht für ihre eigenen Athleten, aber ich bin durchaus überzeugt, dass der eine oder andere Fernsehsender, der innovative Daten präsentieren möchte, sich dieses Tools bedienen wird und ich bin überzeugt, dass wir zumindest bei der Vierschanzentournee schon die ersten Daten über dieses System sehen werden, sofern wir technisch dazu möglich sind, in der Lage sind. Muss die Montage vom Veranstalter bezahlt werden? Diese 8 Kameras werden von 2 Technikern appliziert, rund um den Schanzentisch herum. Man könnte faktisch auch den Athleten bei einer Position stehen lassen und ihn 360 Grad herumdrehen. Und dann sieht man faktisch jede Nuance seines Absprungs. Das wird sicher sehr interessant werden. Aber das ist ein Dienstleister, völlig unabhängig vom Veranstalter. Der Veranstalter muss nur erlauben, dass seine Infrastruktur genutzt wird. Joachim? Ist das nur auf den Weltcup beschränkt oder auch dann? Wie gesagt, wenn ein nationaler Skiverband das in seinen Trainingsprozess mit einbaut, dann wird er wahrscheinlich alle Athleten in allen
Serien damit analysieren. Wenn wir das mit dem Fernsehen präsentieren wollen, dann wird es davon abhängen, wo Fernsehen gezeigt wird. Und es ist auch möglich, dass davon Online-Daten ins Internet gestellt werden und so weiter. Ich glaube, hier stehen wir ganz am Anfang von einer Informationsschiene, die sich auch am Second Screen abspielen kann, das sozusagen am zweiten Bildschirm, das nachverfolgt werden kann, neben anderen Daten. Walter, muss das jetzt, hat die Frage nicht beantwortet, muss ein Verband das bezahlen, diese Leistungen bei Swiss Timing oder wo auch immer? Und zweitens, ich verstehe gerade nicht so richtig, warum die FIS jetzt trainingsmethodische Leistungen übernimmt für die einzelnen Verbände. Eben nicht. Damit, das wollte ich vorhin sagen. Die FIS an sich ist ja nicht interessiert an Athletendaten. Das ist interessant für die Trainer, für den Athleten, für die nationalen Skiverbände. Da wird er sicher zum Einsatz kommen. Aber um die mediale Abdeckung zu garantieren, ist es Interesse von einzelnen Fernsehstationen, dass die so einen Service anmieten, wie zum Beispiel, wenn die einen in Oberstdorf die ARD einen Wettkampf vorbereitet, dann fragen sie bei Swiss Timing nach, ob sie auch diese Laserlinie haben können. Das ist auch ein Service-Tool von Swiss Timing und ich bin überzeugt, dass dieses Tool auch in Zukunft vom einen oder anderen Sender mit geordert wird. Dann wird man diese Daten am Schirm sehen. Noch eine andere Frage zum Thema Klingenthal. Also dieses Jahr nicht im Weltcup-Kalender, im nächsten Weltcup-Kalender auch nicht. Was sind die Gründe aus FIS-Sicht, warum Sie das? Ja, wir haben generell ein Luxusproblem mit unseren Veranstaltern. Haben wir uns hart erarbeitet, dieses Luxusproblem. Es ist so, dass wir in Deutschland, wenn ich das auf diese Nation reduzieren darf, wir haben in Deutschland mehr gute Veranstalter, als wir im Kalender unterbringen können. Daher liegt es am nationalen Skiverband, für wen sie sich entscheiden. Wenn wir jetzt Neustadt und Klingenthal gegenüberstellen, so hat es von unserer Warte aus, was die objektiven Kriterien betrifft, völlig gleiche Voraussetzungen. Es obliegt aber dann am nationalen Skiverband, für welchen dieser Orte angesucht wird. Da muss man Vertreter des Deutschen Skiverbandes fragen. Also die Frage nach dem Posten hast du ganz geschickt umschifft. Dreimal gestellt worden, was wird denn das ungefähr kosten? Die ungefähre Größenordnung für einen Nutzer, der die Fallstation haben müsste. Ja, wir haben ja Experten hier, um diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen, man braucht für die Abwicklung dieses Systems zwei Personen und man braucht diese 8 Highspeed-Kameras und die Software dahinter. Die Software wird eigentlich verwendet in der Medizin. Da werden faktisch Bewegungsanalysen mit diesen Daten durchgeführt. Aber ich würde sagen, Blanka, was würdest du sagen, was so eine Dienstleistung bringen würde oder kosten würde? Ich zum Beispiel kenne ja von den anderen Anwendungen auch keine Preise. Ich schätze, dass ein Fernsehsender, der Interesse daran hat, sich das ordern wird und den Preis mit dem Anbieter ausmachen wird.